Hi Loot-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Conan Exiles Age of Calamitous. Wenn euch das Video gefällt, freue ich mich natürlich sehr über eine positive Bewertung und einen lieben Kommentar. Falls ihr als PC-Spieler Bock auf unseren Server habt, schaut gerne in die Videobeschreibung. Jetzt geht's auf jeden Fall los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Einen wunderschönen guten Tag, Abend, Morgen, was auch immer. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Conan Exiles hier im Stream. Schön, dass ihr dabei seid, egal ob auf Twitch oder auf YouTube. Freut mich natürlich sehr. Wir sind wieder unterwegs auf unserem Community-Server. Ich habe ein bisschen was gemacht in der Zwischenzeit, aber nicht allzu viel. Ich habe mich wieder umgezogen und habe Crew-Eid das andere Zeug hier angezogen. Und dann habe ich ein kleines bisschen Sternmetall schon verarbeitet. Das habe ich dann hier in die Schmiede geschmissen. Bauen können wir uns damit noch nichts, weil wir noch nicht genügend Talentpunkte haben. Da müssen wir erst noch ein bisschen leveln. Und für heute haben wir was ganz Besonderes vor, denn wir werden uns AOC-Ressourcen besorgen. Und zwar werden wir dazu in die namenlose Stadt gehen und wir werden mit Just Me uns da ein bisschen durchfarmen gleich. So, dazu müssen wir aber jetzt in die Community-Stadt gehen. Ich würde sagen, laufen wir jetzt einfach mal hin. Ich gebe mal kurz der lieben Just Me Bescheid. Also, ich gehe jetzt los Richtung Community-Stadt. Du gehst los Richtung Community-Stadt, okay. Genau. Treffen wir uns in der Community-Stadt oder in der namenlosen Stadt? Ne, ich dachte jetzt, ich weiß nicht. Du hast nur gefragt, treffen wir uns in der Stadt? Nee, ich dachte jetzt, in der Community-Stadt treffen wir uns, aber wir können uns auch in der namenlosen Stadt treffen, aber da habe ich noch keinerlei Obelisken oder so. Ich könnte mich zu Kosche Spaceporten. Da könnten wir uns auch treffen. Was hältst du denn davon? Ja, das können wir gleich machen. Ich porte mich gerade hin. Gut, hallo, ich brauche noch eine Minute oder zwei. Also ich habe bestimmt wieder ein paar Sachen vergessen, aber ist ja nicht so schlimm, habe ich gehört, oder? Solange du, na komm, deinen Leibeigenen hast, der für dich knüppeln kann, ist alles gut. Spitzhacke und Zeugs zum Heilen und danach passt das. Sehr schön. Ich bringe auch ganz viel Freude und Hunger mit und natürlich auch Zeit und Lust auf lustige Spielchen. Okay. Wir gehen ja zu einer Geburtstagsfeier, oder? Nein? Ja, 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 natürlich. Wir gehen auf eine Party. Genau. So, ich muss die liebe Jasmine noch ein bisschen leiser sagen. Hast du mal überlegt, einen Rollenspiel-Server aufzubauen? Nö. Ich interessiere mich nicht für Rollenspiel, um ehrlich zu sein. Aber man kann auch hier auf unserem Server Rollenspiel betreiben, wenn man das denn möchte. Also ich warte jetzt hier und unterhalte mich mal mit den netten Leuten. Ja, 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 ich bin auch schon unterwegs. Hallo Sie, guten Tag. Herr Captain, gut, dass Sie da sind, weitermachen. Ja. Kleiner Tipp, den Gürtel ein bisschen kleiner. Das sieht aus, als hätten Sie eine riesige Wampe. Aber das sind natürlich alles Muskeln, bin ich mir voll bewusst. So. Weiter, schauen wir mal weiter. Ja, hallo. Mensch, du bist aber ein kleines, süßes Tierchen. Ja, komm, lass dich doch mal. Ja, lass dich doch mal streicheln. Ja, ach, ganz süß. Ne? Crew-Eid, ganz ein süßes Tierchen, auf jeden Fall. Ja, und du erst. Mensch. Mensch. Mensch, schau dir das mal an. Mein, toll. Super. Hat das Essen heute geschmeckt? Ja, ja, prima. Ja, hallo, du. Ja, Mensch. Alter, die sind so hässlich, die Viecher. Huch. Bist du fertig? Ja. Prima, dann können wir ja los. Ja, let's go. Hallo, Sabriel. Es gibt eine Ecke, da kommt man sehr leicht rein und raus in die Stadt ohne... Aha. Willst du wirklich mit diesen Schlappen in die Stadt gehen?
Welche Schlappen? Ich laufe barfuß. Ja, deswegen sage ich ja, mit diesen Barfußschlappen da. Ja. Willst du wirklich in die namenlose Stadt? Ja. Das ist doch nicht dein Scheiß Ernst. Oh doch. Für die namenlose Stadt kleidet man sich vernünftig. Bin ich. Volle Kanne. Folgst du dann quasi diesem klassischen MMO Dingsbums? Dingsbums. Frau, na klar, beste Rüstung für Frauen ist gleich nackig. Klischee, das war das Wort, was ich gesucht habe. Ach so, nee, aber wenn ich jetzt in meiner tatsächlichen Rüstung rumlaufen würde, dann hätte ich das gleiche an wie du. Aha. Ja, so kleidet man sich auch anständig für die Stadt. Na, passt schon. Nicht barfuß, weißt du? Also das ist ja eine Frechheit. Da solltest du nicht zu weit gehen, weil da sind böse Leute. Ja, da ist gerade so... Wir gehen hier um die Ecke. Da ist gerade so eine ganz böse Person im Boden versunken. Wahrscheinlich vor Scham, ja. weil sie deine Schlappen gesehen hat, deine nicht vorhandenen. Nee. Da würde ich nämlich auch vor Scham versinken. Da. Kannst du abbauen. Das ist aber ein hässlicher Stein. Das ist ja Kobalt, das habe ich schon. Davon wirst du einiges brauchen. Ich weiß nicht genau, wo die ganzen Abbauknoten sind, aber hier hinten ist noch mehr Kobalt. Ich brauche Evirium. Oh, da hat jemand geschossen. Ja, die werden von einem Skorpion angegriffen. Wer hat denn hier so eine Basis hingebaut? Die ist aber hässlich. Du solltest deinen Begleiter vielleicht hier in der Ecke auf nichts angreifen machen. Ja, ich bin gerade dabei. So, Crew-Eye, pass mal auf. Wir sind beste Freunde. Du greifst jetzt erstmal niemanden mehr an. Ist das in Ordnung? Ja, prima. Ich hab's ihm gesagt. Ich habe ihm auch nochmal eindringlich gesagt, hier werden keine Dolche gezückt oder so. Sehr gut. Sonst gibt's wieder nur noch Schleimsuppe die nächsten paar Wochen. Sehr gut. So, hier zwischen den Bäumen sind immer mal wieder irgendwie Abbauknoten versteckt. Ja, hier findest du auch einiges. Hier so ein Alchemisten zum Beispiel. Die ist ganz schön nackig, du. Das haben Alchemisten so an sich. Dürfen die sich keine vernünftigen Rüstungen anziehen? Hallo, nee, junge Dame. Hallo. So, hier hast du so lustige Steinchen, die kannst du auch abbauen. Ja, lass mich doch erstmal alle begrüßen hier. Eilt's bei dir schon so? Da unterm Baum ist auch noch eins. Das war der Baum. Ja, da war auch ein Abbauknoten. Lustig übrigens, dass diese Knoten das Geräusch haben, wie wenn man auf Körper prügelt. So, da ist Aluminium. Ich weiß nicht mal, wo du bist. Ich bin an der Mauer geradeaus weitergelaufen. Ich habe jetzt hier irgendwas anderes abgebaut. Wo bist du denn? Ach, ja. Da bist du. Hi. Hallo. Jetzt weißt du mal, wie ich mich fühle, wenn ich dir hinterherlaufe. Du warst zu gut getarnt. Ja. Ach, guck mal, das ist ein Löwenkopf. Hier ist Aluminium. Kann ich den Tiger auch abbauen? Theoretisch, ja, theopraktisch würde ich das jetzt nicht versuchen, also weil dann hassen uns hier alle. Jetzt mal angenommen, ich würde jetzt versehentlich mit meiner Spitzhacke ein bisschen zu wild um mich schwingen. Ich meine, das kann dann ja mal passieren, ne? Im Eifer. Alleine lassen und abhauen. Ich meine, im jugendlichen Eifer kann man doch mal die Spitzhacke ein bisschen zu wild um sich schwingen und dann, ich meine, dann passiert das halt mal. Und, oh, die sind böse da hinten. Wir sollten gehen. Ja, die da hinten sind böse, das ist richtig. Die sind nicht ganz so freundlich. Wir gehen mal.
Aber ich meine so im jugendlichen Eifer, weißt du? Das passiert ja. Oder ist ein Skorpion? Hier an der Mauer ist auch noch Aluminium. Ja, aber das brauche ich doch gar nicht. Du wirst es brauchen, glaub mir. Du wirst alles brauchen, was hier an Zeugs ist. Okay. So, hier unten ist der Obelisk. Von den... Da ist auch ein Skorpion. Vielleicht nicht mehr. Och Mann, lass mich doch auch mitkämpfen. So, hier ist auch noch Aluminium. Ach, guck mal, da hat der Gott Chrom, der Chrom, der hat hier eine Kiste hingestellt. Ja, die steht hier schon Ewigkeiten, keine Ahnung warum. Voll der wilde Gott. Ich mag Chrom. Kriege ich jetzt irgendwo Evaidium? Das ist doch hier Evaidium. Ja, Evaidi. Evaiadi-Ohr. Nix Kopper. Gold und Iviari. Du hast hier am Rad was übersehen. Ich habe schon mehr übersehen in diesem Spiel, aber vor allem auch die Zeit. Aber wichtig ist jetzt Evaiadi. Denn das ist die nächste Werkzeugstufe für Bombardina. So, wo bist du denn jetzt? Ich habe mich hier nicht vom Fleck bewegt. Ich stehe noch am Rad der Schmerzen. Ach so. Und wo ist das Rad der Schmerzen? Beim Obelisken. Ach so, hier. Ach, da ist ja ein Skorpion noch. Warte mal, was? Oh, der hat nichts Besonderes. Ich dachte, das wäre so ein Special-Skorpion, aber es ist einfach nur so ein langweiliger. Nee, das ist ein stinknormaler. Nee. Den mag niemand. Ja, schade, das wird es wahrscheinlich bald nicht mehr geben, dieses Rad, ne? Tja. Die Leute sind inaktiv geworden. Den Obelisken, den werde ich dann ersetzen. Mit meinem dritten. Ach so, den habe ich noch gar nicht mitgenommen, warte mal. Den solltest du mitnehmen. Wo steht der denn? Neben dem Lagerfeuer. Blindfisch. Ach, hier. Da. Yeah. Hallo Ewe, hi Winzer. Hi Dahaka, hau mal einen von denen, ja ja. Just Me sagt, ich darf so, nicht. So, hier prügeln die sich immer. Mhm. Um was? Da kann man dann später, wenn die sich fertig geprügelt haben, dann looten gehen. Mhm. Und die mögen sich hier nicht? Nee, die mögen sich nicht. Das verstehe ich ja gar nicht. Hier spawnt manchmal was Cooles. Ah, zum Beispiel so ein General? Zum Beispiel. Oder so ein toller Bogenschütze. Okay. Oh, das ist aber nur Stein hier. Voll langweilig. Ja, das ist. Oh, guck mal, da ist eine Truhe. Ja, da ist eine Truhe. Oh, da greift mich jemand an. Ja, die Reliquienjäger. Das ist aber frech. Ja. Was glauben die eigentlich, wer sie sind? Wo muss ich denn jetzt hin eigentlich? Reliquienleger, ich bin noch hier bei der Truhe. Ach, da stehst du. Ja, du bist so gut getarnt. Du weißt, du fügst dich so gut ins Gesamtbild ein hier. Ich bin weiß gekleidet. Ja, ja, du fügst dich einfach so perfekt. So, wenn du hier mit ins Haus kommst. Ja, ich gehe von der anderen Seite rein. Das ist eine schöne Hütte. Aha, ein Juwelier. Und oben... Ich frage mich gerade, woran der arbeitet, der gute Mann, weil da ist ja nichts. Oben ist eine Kiste. Da sind Kekse drin! Ja, da sind Kekse drin. Ich habe Kekse gefunden. Willst du einen? Nee, ich habe genug, danke. Mit Schokostückchen? Ja, aber nee. Nee. Okay. So, da in dem Haus hier geradeaus ist auch noch eine Kiste. Und ein Händler. Aber kannst du mir jetzt mal erklären, woran der Mann gerade gearbeitet hat, dieser Juwelier? An dem Haus. Hat er da Edelsteine in die Wand eingefasst, oder wie? Ja. Ist aber schon ein bisschen dekadent, oder? So sind die Leute hier. So. Wahnsinn. So. Wilde Leute. In diesem Haus hier, in dem großen, spawnt auch ein Handwerker. Oder Zuchtmeister, oder was? Ah ja, guck mal. Und den kannst du hier wunderbar... Den kannst du wunderbar knüppeln, wenn du darauf achtest, dass dein Leibeigener in dem Haus ist. Mhm.
weil die tun nämlich weh. Also da sollte man sich ein Fundament davor cheaten. Nein, das brauchst du gar nicht. Ach so. Die NPCs sind zu blöd, um durch die Tür zu laufen. Ach, das ist ja... Ja. Easy cheesy. Ja, aber gut, da musst du erstmal an George McWillen vorbei. Und an General Nathan Galaran. Denen ist das scheißegal, was mit diesem NPC da drüben passiert. Das sind aber ganz schöne Verräterschweine dann. Ja. So. Hallo, guten Tag. Hallo. Ja, das ist NPC-Camp. Also, ja, spannend, ne? Ja. Spannend. Crew-Eid ist schon ganz schön, also der packt die Dolche schon gar nicht mehr weg, der weiß, was Sache ist hier. Ja, wenn man in diese Richtung, hier in diese Richtung weitergeht, kommt man auf ein Schlachtfeld. Mhm. Ah, hier ist aber auch noch ein Haus. Ja. Kann man hochlaufen und so. Da ist nicht so viel drin, vielleicht ein Zauberspruch irgendwo. Also es sind hier Türen und ein Balkon ist hier und ein Tisch. Das ist ja echt heftig, was man hier alles findet. Oh! Und der Captain Feregret Sorohil. Der verkauft Honor Emblems und Admirals Rapier und Golden Whirlwind. Toller Typ. Ja. Sehr freundlich. Also ich meine, sonst gibt es hier glaube ich nichts, aber es ist ein schönes Gebäude. Auf dem Schlachtfeld sind Geister unterwegs. Also wenn du da mal irgendwie hin möchtest, solltest du aufpassen, da sind Geister. Sind das dann die Geister der Verstorbenen? Wahrscheinlich. Oh! Ich habe da jemanden lachen gehört. Ein Mädchen. Wenn du hier weinende Mädchen hörst. Nee, die hat nicht geweint, die hat sich gefreut, eindeutig. Wenn du hier irgendwie Mädchen hörst. Ja. Ah. Was? Nicht gut, da solltest du nicht weiter hingehen. Also wenn ich jetzt hier runtergehe, ist das vielleicht schlecht. Nee, da noch Hallo, nicht. Hallo, haben Sie gelacht? Aber auf der anderen Seite, auf haben dem Sie? Hügel, da ist doof. Was passiert dann? Möchtest du es herausfinden? Möchtest du hingehen? Ich würde mir das jetzt mal anschauen. Dann laufe ich in sicherer Entfernung hinter dir her. Hi, guten Tag. Also da oben sind auch Abbauknoten. Da weint ein Mädchen. Ja, geh mal gucken, warum das da weint. Ist es traurig? Möglich? Warum habe ich eigentlich die AOC-Kampfmusik? Tja, das ist eine gute Frage. Warum nur? Aber die Wachen hier beschützen mich doch, oder? Hier ist ein Stormhold Archer, der macht das doch. Ist das der Skorpion? Das sind komische Steinchen. Nein. Nein, ich meine, wir können uns das Schlachtfeld angucken gehen. Ne? Wo sind denn die komischen Steinchen? Ich will jetzt wissen, wo das Mädchen ist. Ja, auf dem Hügel. Aber ich glaube nicht, dass du zu diesem Mädchen hin möchtest. Wo seid ihr in der namenlosen Stadt? Ich will aber mal Hallo sagen zu ihr. Die ist da oben auf diesem Hügel, da wo der Skorpion ist. Ja. Räum den Skorpion mal weg kurz, bitte. Huch! Da ist ein Schatten! Da war ein Schatten! Ja, hab ich doch gesagt! Und das ist das Mädchen, oder wie? Nein. Hier außerhalb solltest du deinen Begleiter wieder auf Bewache mich umstellen. Das ist vielleicht besser für dich. Ja, wir gehen ja gleich wieder zurück. Also wenn ich jetzt... Also das war nicht das Mädchen jetzt, dieser Schatten. Du solltest nicht zu schnell, nicht zu weit laufen. Das Mädchen war jetzt nicht guck mal, da ist ein Tier. Hallo? Ja, vor dem solltest du dich in Acht nehmen. Die tun weh. Die tun sehr weh. Du kannst Ach, das ist jetzt das Mädchen. Ja.
Also wir laufen wieder hinter die Mauern, würde ich sagen. Ich bekämpfe das jetzt. Oh, du bist aber mutig. Es ist tot. Warum sieht das so anders aus? Weil wir die mit einer Mod spielen. Die hinterlassen eine grüne Wolke, vor der solltest du dich fernhalten. Ja, ich sehe da auch so eine lila Wolke noch zwischendrin. Das ist aber schön. Ja, das ist mein Heilpfeil. Oh, das war ein ganz schöner Sturm, du. Ja. Ist ja fast so ein Mini Todessandsturm. Ah, jetzt ist weg. Und das sind die Mädchen jetzt, oder wie? Ja, das sind die Mädchen. Willst du das Honor Token? Das darfst du gerne haben. Yes. Nein, die neue Map ist ja noch nicht mal angekündigt. Das Dämonenblut und das andere Zeugs. Die neue Map ist ja noch nicht mal angekündigt. Man weiß ja noch nicht mal, ob es eine neue Map gibt. Irgendwer hat hier gerade geflucht. Ich hab's genau gehört. Ja, auf dem Schlachtfeld sind Leute unterwegs. Die fluchen gerne mal. Boah, das will ich sowas von abfarmen später, dieses Schlachtfeld. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt schon ein bisschen enttäuscht. Ich dachte jetzt, das wäre so ein super dämonisches Hypermädchen und dann ist es nur so eine blöde Dämonenkatze. Weißt du, das ist ja langweilig. Naja, die tun weh. Die tun sehr ja, weh. Aber komm, ich dachte jetzt, das wäre was Gruseliges und dann ist es halt einfach nur so eine Dämonenkatze. Das ist wie in Vanilla Conan auch. Ja, weiß ich. Ich dachte jetzt, da wäre ein bisschen Horror, weißt du? Nee. Ja, voll. Naja, ne? Ich dachte jetzt, das wäre. Wie cool wäre das gewesen? Weißt du, wenn du da. Der ist ein Fledermaus-Dämon. Wie cool wäre das denn jetzt gewesen? Ja. Wenn da wirklich so ein kleines Mädchen gestanden wäre, weißt du? Und du musst dieses kleine Mädchen bekämpfen. Und wenn du es besiegst, dann verpufft es so in einer schwarzen Wolke. Du wirst übrigens angegriffen. Gar nicht wahr. Guck mal, da unten sind nochmal. Die sind meistens in Dreiergruppen unterwegs. Ah ja, guck mal. Aber das ist nicht cool, das passt nicht zu einem Mädchen. Zu einem Lachenden. Das lacht ja auch nicht. Also bei mir lachen die. Nein, die jammern. Nee, die haben gerade gelacht, die haben gekichert. Also ich bin ja blöd. Ich weiß ja, ich bin blöd und so, aber die hat gekichert. Und zwar sowas von. Also die hat... sogar die Conan-Ladescreen-Tipps. Wenn du ein jammerndes Mädchen jetzt, hörst, ja, lauf. Ja, jetzt hör mir doch mal zu. Nein! Doch, hör mir doch mal zu. Die haben auch gejammert, aber die haben auch gekichert. Ja, hörst du mein... Schaust du dir mein Video an und bewertest es natürlich positiv und schreibst einen lieben Kommentar drunter, so wie das natürlich alle anderen machen werden. Und dann wirst du hören, dass da Mädchen kichern. Ha, der Bungee-Jumper schreibt auch gerade in den Chat... Hallo, sie jammern, wenn man weit weg ist. Umso näher man kommt, lachen sie. Siehst du? Also ich stand schon nebendran und das hat gejammert. Also der Bungee-Jumper stimmt mir da schon zu. Tja. Nee. Nee. Was war denn das gerade? Ist da gerade jemand gestolpert, oder? Achso, da prügeln sich wieder Leute. Noch. Ah, verstehe. Warum hat dein NPC eigentlich kein Schild? Weil die sonst nur mit dem Schild raus irgendwie dastehen. Ach so, ach, das ist wieder der Müll-Bug. Ah. Was sind denn das für Tierchen da? Die passen besser zu... Ich finde das Vieh da hinten, siehst du das? Die sind auch von AOC eingeführt worden.
Ja, die anderen Dämonen doch auch. Nee. Die sind auch so. Ach so? Was, die Kicherviecher sind auch so drin? Ja. Nee, die Kicherviecher sind nicht doch nicht so im normalen häufig. Spiel. Die findest du aber auch im normalen Spiel. Echt? Also ich kenne nur die Sandbestien von den sandgepeitschten Ruinen, aber die anderen habe ich noch nie gesehen. Komm, wir gehen bei denen mal Hallo sagen. Die hier finde ich cool. Die hier würden viel besser passen zu den Mädchen. Das wären wichtige Dämonenmädchen. Die zwei. Die drei. Die zehn. Kruid, pack die Waffe aus. Wir prügeln uns. Ich bin fast tot. Ich bin tot. Was gehst du da auch rein? Ja, ich wusste nicht, wo ich hinlaufen soll. Weg. Nicht rein. Aua. Ach so. Wir beherrschen Blutmagie und das tut weh. Ach so? Ja. Also ich wurde getötet durch Blutet. Pass gut auf Crew-Eid auf. Den brauche ich noch. Ja, der wird hier gerade ein bisschen...